Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge Ranktl. Dominierst du auch zu Hause? Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Ich habe wieder drei Fälle am Start und wir gucken direkt in den ersten rein. Ui, Cash. Das ist natürlich nice. Okay, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Und hier wird eine Diegel bespielt. Achso, man hat hier wieder überhaupt keine Info, fällt mir gerade auf. Also nichts. Wie viel Zeit vergangen ist, wie viele Mates noch leben. Nur den Killfeed. Wer macht denn sowas? Uiuiui. Wer macht denn sowas? Aha, aha. Gut, also zwei sind bekannt. Der eine ist schon close. Okay, Lukuma, mein Freund. Ich nehme an, das war's, ja. Also der erste Schuss, hier will ich nochmal ganz kurz sehen. Okay, also der wäre ja fett reingelackt, oder? Vor allem, wenn man sich jetzt den Rest hier anschaut. Wie er hier so diffus rumballert, war der erste Headshot, nicht großartig gezielt. Auch hier könnte man, solange wie er fliegt, Ähnliches erwarten. Okay, also hier rechne ich mit einem nicht allzu hohen Rang. Also ich würde hier direkt sagen, im Goldbereich, beziehungsweise wenn überhaupt AK, so irgendwie. Aber nicht weiter hoch. Also sicherlich schlechter als DMG. Letztes Mal hat es mich ja ganz schön gebeutelt. Da hat es mich wirklich richtig weggebeutelt. Ich war mir so sicher bei manchen Sachen und es war so unglaublich weit weg von meinem Erratenen. Aber das hier ist mein erster Guess. Also hier oben, nie im Leben. Komm, submit, let's go. Na also, ich hätte... Doch noch einen Ticken höher gehen können. Aber okay, das nehme ich gerne mit. Den Stern snacke ich mir. So, hier haben wir schon mal eine Krampfhand und gucken, was die so treibt. Dann treibt mal den Unfug schon wieder Cash, okay. Oh Gott, das sah so nach meinem Spray aus. Holy shit. Typisches Bubbler-Spray. Man sieht, man spürt, während man dieses Spray macht. Es ist einfach nicht so schön. Aber es ist so schwer, es zu korrigieren. Wie war denn der Spray-Transfer vom ersten zum zweiten? Ja, okay. Viel. Hier würde ich nie im Leben so rein halb sprayen auf den kleinen Headshot. Auch hier vermute ich eigentlich einen ähnlichen Rang wie den gerade eben. Ich meine, vielleicht einen Ticken höher. Aber auch nur, ich würde in diesem Bereich bleiben. Ich habe eben auf das hier getippt, es war aber eigentlich Doppel-AK. Hier jetzt vielleicht DMG. DMG oder, also ich sage, es entscheidet sich zwischen diesen beiden hier. Es würde mich gar nicht so extrem überraschen, wenn es vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten gehen würde. Deswegen wähle ich jetzt auch einfach Doppel-AK und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ihr seid natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, schön mitzuraten. Auch das Giveaway, das später kommt, bezieht sich wieder darauf. Also alle, die hier teilnehmen und ihren Kommentar schreiben bezüglich der Fälle, sind automatisch im Giveaway mit dabei. So, Mama. Ja. Das ist eine Frechheit. Ich war mir so sicher, dass er hier in dem Bereich steht. So plus minus. Aber sogar LE? Also entweder sehe ich ein LE irgendwie deutlich besser an oder meine Wahrnehmung ist bezüglich der unteren Ränge verschoben. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, das sind meine Schüsse und ich stehe aktueller oder stand auf Supreme, dann ist LE eigentlich ja gar nicht so weit entfernt. Also rein denktechnisch. Naja gut, wir haben ja immerhin einen Stern. Es wird also auch heute nicht vorkommen, dass wir mit 0 rausgehen. Aber wir holen uns noch 2 jetzt hier. Und dann haben wir insgesamt 3 und dann ist es schon, Macher, würde ich sagen. Ist schon Macher. Ich habe übrigens noch ein neues Format dann für euch vorgeschlagen bekommen von Drunken. Da machen wir dann diese Woche, denke ich, auch noch das erste Video dazu. Wahrscheinlich, obwohl heute ist Donnerstag. Naja, vielleicht am Wochenende mal gucken. Wird bestimmt auch eine lustige Sache. Hat er mir scheinbar schon vor Ewigkeiten vorgeschlagen, aber ich habe es lange nicht gesehen. Sorry, Drunken. Gucken wir mal noch in den letzten Fall rein und machen mal geschwind noch schön... Oh, der ist aber weggeflogen. Okay. Machen wir noch kurz hier unsere 2 Sterne fertig. Schöne Reaktion. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er halt wirklich mit den Augen Full Focus da gerade auf die Door unten war. Auch hier schön gedödelt. Puckelkamel. Puckelkamel ist der eine, okay. Sie ist da dann auf Face It. Und? Fuck it, ihr Leiter der Falken. Ich habe leider nichts verstanden. Na, schade, Jürgen. Mal gucken, was er jetzt mit dem letzten macht. Also ich gehe davon aus, er holt die Runde. Wir haben ja schon beim letzten oder vorletzten Ranked-Video gesagt, dass die Runden ja also eigentlich immer so ein Highlight sind. Ne? Es ist nichts, wo sie direkt weggebimmelt werden, sondern es ist halt dann irgendwie was, wo sie dann auch was machen. Und, oh, er hat hier sogar den Bein für Left-Handed. Da gucken wir nochmal ganz kurz rein.
Den hat er ja sowieso gehört, den hat man praktisch lokalisieren können mit den Ohren. Ich finde das hier unten nach wie vor, das können wir nochmal gucken, fand ich nicht schlecht, wie er auf den drauf zieht. Er ist halt wirklich schön, bapp, im Fokus drin. Jetzt snackt er sich die AK, rechnet mit dem A-Spieler, also hat auf jeden Fall auch das Geschehen im Kopf, also Game Sense halt kurzum. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, wie er nach unten verschiebt. Er könnte überall stehen, der Gegner. Wobei er natürlich zuletzt auf A oder von A aus gecallt war bei Banane. Fuck it, der Leiter und die Gegner natürlich in dem Fall, oder der letzte Gegner in dem Fall, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja kurz davor, wohl Richtung B war, wobei ich den restlichen Spielverlauf ja nicht gesehen habe. Aber dann kommt er direkt auf A hoch und ist nicht close in Con. Ich nehme an, deswegen hat er da auch nicht jetzt unten nochmal links in die Ecke so geschaut, ob er nicht hier irgendwo close steht, sondern der ist hier irgendwo in den, ich sag immer Eingeweide, was ist falsch, der Call. Und ja, und damit hat er auch richtig gegambelt, der letzte Shot ist nicht besonders, er hat ihm einfach nur in den Rücken geballert und das aber insgesamt gut runtergespielt. Wobei es natürlich auch ein bisschen lucky ist, dass der Gegner hier steppt. Wenn der Gegner einfach durchgeschlichen wäre, dann hätte er vielleicht Probleme gehabt. Okay, aber hier rechne ich schon mit etwas höherem Skill. Also vom Rang her schon auch LE, LEM, Supreme, so irgendwie. Ja, weil er auch so cool geblieben ist. Ich hoffe, dass es kein Global ist, weil auf Global würde ich jetzt nie im Leben gehen. Sondern auf, ich gehe auf Supreme. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es auch halt ein guter LE, ein guter LEM oder sowas ist. DMG weiß ich jetzt nicht. Da ist natürlich auch die Frage, wie Rankle die Spieler, also sie lassen sie sich einfach zuschicken. Hier oben sieht man ja auch R6 und Fortnite kann man jetzt auch einsenden. Wie sie mit diesen Einsendungen umgeht, ob man sich da irgendwie legitimieren muss von wegen, hey, wie ist dein Rank die letzte Zeit so gewesen? Bist du jemand, der gerade gestern 3 Ränge gefallen ist? Und aber dafür halt dann da unten wie Bekloppter spielt und deswegen könnte man meinen, oh ja, der ist hier, dabei ist er halt irgendwie hier. Oder ist es jemand, der ziemlich statisch auf seinem Rang steht, was dann einfacher wäre natürlich in der Bewertung. Da ist halt die Frage, wie gefestigt ist eben der Rang, auf dem die stehen und mit dem sie auch die Spiele einreichen. Ich submitte jetzt einfach die ganze Geschichte und... Na also steht doch! Bin schon ziemlich gut, ne? Das war sehr, sehr schön. Wir gehen mal in die Results rein. Ah ja, okay. Das erste Mal, dass wir mit 3 Sternen rausgehen. 5 haben wir bis jetzt gemacht. Das ist, ja. Also wir sollten auf jeden Fall das nächste Mal hier wieder Richtung 5 oder gar 6 Sterne gehen, weil wir halt krass sind. Ihr könnt mir natürlich auch gerne auflösen, wie viele Sterne ihr am Ende hattet. Ich meine, ihr schreibt mir zwar, hey, der erste war so, so und so. Aber wenn ich dann eine Woche später die Kommentare kommentiere, dann weiß ich nicht mehr auswendig, was die waren und muss dann selbst reingucken und gucken, wie viel Punkte hat er jetzt. Also ihr könnt dann auch gerne eure Punktzahl, die ihr am Ende hattet, also wie viele Sterne ihr schlussendlich hattet, könnt ihr gerne dazu schreiben. Cool. Jetzt, meine Damen und Herren, machen wir noch das Giveaway ready? Und zwar gab es im Top 10 Tech9 Video eine P90 Fright zu gewinnen, wenn ich mich recht entsinne. Und man musste einfach nur schreiben, ob man gerne Tech9 spielt. Also das muss halt im Kommentar stehen. Vielen Dank für 17 Kommentare. Kuss geht raus. Ich werde mich wieder passender positionieren. Ich muss mich halt noch an diese neue Facecam gewöhnen, dass die jetzt halt hier ist. Ich habe hier keinen Greenscreen. Ich werde ihn mir dennoch, ich werde mir dennoch einen anschaffen für hier. Erstmal den alten, aber irgendwann einen, den man so runterziehen kann von der Decke. Dass ich für YouTube-Aufnahmen, ich denke, auch weiterhin mit Greenscreen arbeiten kann. Aber wenn das Büro dann erstmal fertig ist, übrigens der Gewinner ist, wenn das Büro dann erstmal fertig ist, ist es natürlich geil, wenn man das alles sieht. No Name. Du hast ja schon mal gewonnen, du alter Stinker. Cracked Opal, auch ein sehr guter Budget-Skin, der nice aussieht, aber sonst ist die Liste nachvollziehbar. Ich spiele Tech9 eher ungern, weil ich und so weiter. Und muss ich das noch aufdingseln? Ah, oh, guck mal, dann ist der Kommentar markiert. Not bad. Ich spiele Tech9 eher ungern, weil ich schon die ein oder andere lächerliche Erfahrung damit gemacht habe. Okay. Gott, ich muss unbedingt die Kommentare beantworten. Bin ein bisschen hinten dran, wie man hier sieht. 3 Wochen. No Name, du hast somit das Giveaway gewonnen. Du bekommst dann diese P90 Fright. Schreib mir bitte deinen Trade-Link. Ah, er ist schon drin hier rein. Sehr schön. Und melde dich unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Vielen lieben Dank. Und dann öffnen wir noch geschwind das neue oder nächste Giveaway. Es gibt für euch diese leckere Mac-10 zu gewinnen. Man macht einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, hier beim Video mit. Also schreibt halt, was man wohl glaubt, was die für Ränge hatten. Und schreibt auch sehr gerne den Star-Count am Ende mit hinzu. Dankeschön. Ja, ne? Ja, wenn ihr genau drauf liegt, bekommt ihr 2 Sterne. Wenn ihr 1 daneben liegt, bekommt ihr 1 Stern. Wenn ihr 2 daneben liegt, bekommt ihr gar keine Sterne. Also nur mal noch kurz zur Erklärung, wie die Sterne sich zusammensetzen. So, Lille. Ja, dann wäre es das auch schon wieder gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Kommt gerne in die Streams. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt es vor allem viel, viel dickere Giveaways. Heute gibt es zum Beispiel eine USPS The Traitor zu gewinnen. Die liegt hier auf meinem Frauenarztbesuch herum. Da esse ich schon. Lecker Teilchen. Solche Skins, also von dem Kaliber, gehen oft in den Streams raus. Also wer so ein bisschen fettere Sachen haben möchte, kann gerne rumkommen. Auch Knife-Giveaways, Gloves und so weiter gibt es dort eben auch. So, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Later!
Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die